Es war nicht negativ, wir haben keine Angst gehabt. Es war gut eigentlich. Und der K2 schlägt da aus. Ja, ich mach weiter. Wir sind hier unmittelbar auf der Burg Hohenschramberg. Das eigentliche Objekt heute ist aber ein ganz anderes. Das Gebäude, das wir heute untersuchen, hat den typischen Schwarzwälder Flair. Umgangssprachlich könnte man hier von einem Haunted Pub sprechen. Um was genau es sich handelt, ob und wenn ja, was es mit der Burg zu tun hat, das werden wir jetzt erfahren. Diese Burg hat sicherlich so zwei kleine Besonderheiten. Zum einen ist der heutige Baubestand aus dem 15. Jahrhundert erst, also relativ spät entstanden. Zum anderen wurde die Anlage von einem Raubritter erbaut. Das birgt natürlich schon so ein gewisses Potenzial für sich, was so die Ermittlungen auf so einer Anlage angeht. Es ist eine Festung eher als eine mittelalterliche Burg. Sie stammt, wie gesagt, aus dem 15. Jahrhundert, 1459 fertiggestellt, von einem Raubritter, der Hans von Rechberg hieß. Hans von Rechberg war ein ziemlich wüster Geselle und war an so praktisch jedem Krieg beteiligt, den es hier in der Umgebung gab, und hatte einen entsprechenden Ruf natürlich. Mit der Burg verbunden gibt es diverse Geschichten über Geistersichtungen. Und direkt unmittelbar im Burggelände befindet sich auch das Burgstüble, in dem wir heute zu Gast sein dürfen. Ich habe für mich immer gesagt, das waren die Vorbesitzer. Die Familie Moosmann hat ja das Gasthaus 50 Jahre lang betrieben, oder fast 50 Jahre. Seine Frau verstorben, die war schwer krank. Dann ist er, 3 Tage später, hat er einen Herzinfarkt hier im Haus. Also, und ist dann im Krankenhaus verstorben. Und das war für mich immer, wir haben immer dann zum Spaß gesagt, ah ja, das ist der Pauli, der ist da im Haus. Weil wir, nachdem wir dann das Haus übernommen haben, haben wir immer von uns gesagt, der will nur gucken, ob wir alles richtig machen, damit wir nichts falsch machen hier. Er guckt nur nach dem Rechten. Für mich war das immer das Gefühl, er und seine Frau, die sind noch im Haus und wenn einfach gucken, dass wir jetzt hier in ihrem Sinne eigentlich weitermachen. Schöner Balkon, der geht die Sicht Richtung Burg. Rausguckt, habe eine Zigarette gekauft, zum einfach runterkommen. Sitzt da oben auf dem Balkon und lasse meinen Blick dann so schweifen. Und auf einmal war ich wie gebannt. Da dachte ich, da steht ein Geist. Und das hat, die Erscheinung war genau gleich wie auf dem, wo mir das Foto, das mir die jungen Leute damals zeigten, auch wieder wie jemand sie so hinstellt, sie die Arme ausbreitet, was Weißes drüber, jetzt nicht so richtig scharfe Kante, sondern wie so schemahaft halt.
Es war nicht negativ, wir haben keine Angst gehabt. Es war gut eigentlich. Das ist dann aufgehoben worden, weil in dem, kurze Zeit später, das war vielleicht 2-3 Minuten, ist ein Auto auf den Hof gefahren und dann war das auch weg. Wenn wir Gäste kriegen, dann mache ich auf die Kopfkissen so ein Merci-Bonbon. Und die Tüte war noch halb voll und ich habe die versteckt. Wegen meinem Mann. Sind sie sonst nämlich leer. Und ich war sicher, natürlich, da sind noch welche drin. Wir bekamen Gäste, ich habe die Zimmer hergerichtet und wollte die Bonbons verteilen. Leer. Die Tüte war leer. Nirgends ein Papier, nichts. Und ich natürlich die Tüte genommen, vorwurfsvoll zu meinem Mann, da sage ich, Uwe, war's gut? Er, nee, ich schwöre, ich war's nicht. Im Geist Merci ist auf jeden Fall wahre die Merci weg und keiner war's. Also das war so eine sehr kuriose Geschichte. So ging es uns auch schon mit Mäusefallen, wenn ihr ein bisschen mit Mäuse zu tun hier, ne? Und stelle ab und an Mäusefallen auf. Und die waren am nächsten Tag in einem komplett anderen Eck und kein Mensch war hier. Mhm. Aber noch gestellt. Okay. Also nichts zugeschnappt, nichts kam aus drin. Die waren einfach ganz woanders, wo sie abgestellt waren, sind. Okay. Ganz kurios. Ja, und mal wieder auftaucht? Nein, nicht die Papiere nicht. Nicht im Abfall, nirgends. Ich habe dann wirklich geschaut, in jedem Abfall, es war kein Papier drin. In welchem Bereich? Ende, die Geschichte kennt ihr ja vom Käferlisturm, dass der da verhungert ist und angeblich rumspuckt. Ich habe noch nicht gesehen, aber ich bin ganz scharf drauf. Heute Nacht, wo ich ins Bett bin, bin ich auch noch auf der Balkon und habe geguckt, aber er war nicht da. Okay. Das heißt. Die Suchung sollte im zweiten Obergeschoss des Hauses beginnen, dort, wo die ehemaligen Besitzer Moosmann sich aufgehalten haben. Wo seid ihr? Periscope mache ich an, ja. Mach an. Also wenn man Sit-in im Wintergarten Schlafzimmer, zweites OG um 20.24 Uhr. Draußen starker Wind.
Gehen wir über in aktiven 2033. Wenn jemand hier ist, der mit der Familie Moosmann zu tun hat, können Sie zu uns hier in den Raum reinkommen? Können Sie sich bemerkbar machen, bitte, durch ein Klopfen? Sie hatten hier eine tolle Aussicht zur Burg, in den Ort Schramberg. Anderweitig zu erkennen geben, zum Beispiel durch ein Klopfen, so wie dieses. Nachdem es im zweiten Obergeschoss doch sehr ruhig geblieben ist, entschieden wir uns dafür, nun die Burg in Angriff zu nehmen. Trotz Schnee und eisiger Kälte wollten wir auch hier ein paar Aufnahmen machen. Der Sage nach wurde ja ein Rottweiler Bürger verurteilt und ist im sogenannten Käferlesturm verhungert. Dieser soll ja immer noch auf der Burg herumspuken und Frau Ohnmacht hat uns auch von einigen Sichtungen erzählt. Vor allem, wenn jemand noch hier ist, was hält dich hier noch fest? Super! Jedes Mal gibt die Eule Antwort. Wir untersuchten nur noch einen weiteren Bereich der Burg. Also ich bin auf Aufnahmen. Das hier ist die Wohnburg neben dem Palastgebäude. Und wenn uns jemand begleitet hierher auf der Burg und so neugierig ist, kann er nachher gerne mit uns wieder in die warme Stube kommen, ins Burgstüble. Da werden sagen, wer du bist. Wirklich auf einer Mega-Location und an einem ganz besonderen Ort, weil es in Deutschland so etwas wie einen Haunted Pub sicherlich in dieser Form jetzt so offiziell noch nicht gegeben hat. Wir haben bereits sehr, sehr viele interessante Dinge von den Besitzern gehört, die hier schon Sachen erlebt haben, die sich nicht erklären lassen. Wir selbst haben jetzt gerade erst angefangen, sind also noch so ganz frisch da, haben jetzt die Technik aufgebaut und haben gerade mal zweimal so ein bisschen reingeschnuppert, indem wir einmal ganz oben waren, wo das ursprüngliche Besitzer-Ehepaar lange Zeit gewohnt hat und jetzt gerade draußen in der Burgruine selbst. Erschwerte Bedingungen durch Schnee und Eis macht auch die eigene Wahrnehmung etwas schwieriger, muss man einfach auch so sagen. Deshalb ist draußen gerade für uns, glaube ich, nicht so viel zu holen. Aber ich denke, dass wir hier heute im weiteren Verlauf der Nacht auf jeden Fall noch interessante Dinge erleben werden. Wenn dieser fiese Wind nicht wäre, könnte man das auch ganz gut mal da draußen ein wenig länger aushalten. Aber war schon interessant, vor allen Dingen an der Stelle, wo schlagartig einem so ein Übelkeitsgefühl überkommt, wo man wirklich sagt, ich muss da weg, weil sonst übergebe ich mich wirklich gleich. Also gerade im ersten OG im Flur haben wir natürlich die Kamera stehen, weil drei Leute unabhängig voneinander gesagt haben, weil man da einfach gefühlsmäßig doch was gespürt hat. Dann natürlich durch die Erzählungen ist das Papier unten natürlich videoüberwacht. Klar sitzt man hier an der Burg,
Die Geschichte zur Burg hat man jetzt auch kennengelernt. Das, was hier erlebt wurde, gerade mit diesem, ja, mit diesem Besitzer, ehemaligen Besitzer der Familie Moosmann, ob das hier jetzt eine Verbindung trägt, das ist klar das Spannende jetzt im Moment. Auch das, was wir von der jetzigen Besitzerin gehört haben, was sie selber erlebt hat, sind viele Punkte, die wir jetzt ja, versuchen gerade zu untersuchen. Also daher ja, ist noch alles offen. Als nächstes sollte nun also die Burgstube selbst untersucht werden. Gastraum um 22.04 Uhr. Wo läuft jemand, oder? Ich dachte aber auch, ja. Ist denn Paul noch hier? Temperatur? Leichter Windstoß. Bei dir? Stehst du hier zwischen Ami und mir, hier am Tresen? Ja, mir wird so kalt am linken Knie hier oben. Messen wir mal, Selina, wie ist da die Tempi? Die ging gerade runter. Bitte? Die geht runter. Von? Von 30 auf, jetzt ist sie, 27. Setz dich doch zu uns hier an den Tisch. 26, 25, 22. 24. Jetzt geht's wieder hoch. Du mich. Das ist mein starker Luftzug. Von rechts? Mhm. Fenster? Nee, oder? Ja, schon auch, ja. Ich nehme es im Geruch wahr wie Kuchen. Kuchen? Mhm. Frisch backene Kuchen. Ich würde jetzt eher sagen, Zigarre. Was? Jetzt rieche ich es auch. Riechst du das auch? Mhm. Ich dachte erst wie Zigarrenrauch, aber ja, Kuchen, frische Kuchen kommt auch hin. Ist denn jemand hier, der gern gebacken hat? Danke. Jetzt rieche ich es. Ich habe schon da, gell? Mhm. Das erste Obergeschoss war ja schon tagsüber im Gespräch und sollte nun auch untersucht werden. Aktiv im ersten OG im Flur um 22.37 Uhr.
Also ich glaube, der Moosmann war eine fröhliche Frohnatur. Vielleicht bewegt sich. Wer piepst? Ich erläuft. Waren Sie denn oft auf diesen Gängen unterwegs? Nach einer kurzen Pause und einer Rücksprache untereinander haben wir uns dafür entschieden, im Gästeraum nochmals eine Situation zu triggern. Denn die Erfahrung hat gezeigt, wenn Sonja vor Ort von einer Location spricht oder die Geschichte erwähnt, man eine Reaktion bekommt. Die allererste urkundliche Erwähnung, die gab es ja eben mit dem Hans von Rechberg. Im 15. Jahrhundert, Mitte des 15. Jahrhunderts, wobei es ja so zu sein scheint, dass er schon mal eine Burg gestanden hat. Er wurde gleich nach Villingen gebracht. Fragt mich einer, warum der nächste Arzt in Villingen war und das im Mittelalter. Gab es da schon den Ort Villingen in dem Sinn? Ja, selbstverständlich, klar. Villingen ist auch schon uralt. Hm. Ja. Er hieß Ludwig, war aber bei weitem nicht so streitsüchtig wie sein Vater. Die Burg hatte dann so wechselnde Besitzer anschließend, kam man in österreichische Hände, dann wieder in württembergische. Aber im Dreißigjährigen Krieg, irgendwann also 1633, 34, kam halt der Wiederhold. Und der hat dann die Burg tatsächlich eingenommen und erobert. Und eben dann gibt es die Geschichte vom Nikolausturm. Mit einem Mann, und der K2 schlägt aber aus. Käfer. Ja, ich mach weiter. Und dieser Herr Käfer, der wurde wohl von einem Hauptmann dieser Burg. Aus. Ja, schlagen alle drei aus. War es ein Hauptmann gefangen gesetzt und hier in einen Turm gesperrt. Dieser Turm befand sich da, wo jetzt gerade auch das Periskop hinleuchtet. Ist das richtig? Gehst du in die Richtung, in der sich der Turm befindet? Es schlagen jetzt gerade beide K2s, also das kleine Mini-Pocket genau. aus und das Periskop. Und in diesem Turm wurde also dieser Mann eingesperrt und es wurde provisorisch verschlossen. Und anschließend verhungerte dort dieser Mann. Hey, zwei? Ja, zwei da. Und dieser Mann hieß Käfer und es war sicherlich ganz fürchterlich. Vielleicht war es auch kalt. So kalt wie heute, so windig wie heute. Ja. Hungertod ist ein fürchterlicher Tod. Müssen wir genau die Temperatur zwischen uns rein. Und wenn Sie dieser Herr Käfer sind? 24,5. Können Sie uns sagen, wie es damals wirklich gewesen ist? Bleibt stehen, konstant hinter bei Selina. Wandert nicht mehr weiter. Sitzt du bei uns beim Tisch zwischen Peps und Selina? Mein rechter Schenkel wird ganz kalt. Konstant rot, einmal gewandert ringsrum. So warum der Tisch gelaufen ist, jetzt dahinter hockt. Guten Tag. Mini-Pocket reagiert jetzt auch ein bisschen, K2 auch immer wieder ein bisschen. Milligauss 10 bis 15 Milligauss hoch. Geht langsam weiter. Wenn Sie der Herr Käfer sind, wären Sie so freundlich, noch ein Stück weiter in die Richtung meiner Stimme zu gehen? Vielleicht direkt zu mir zu kommen? Tisch einmal ringsrum, oder? Mhm. Das machen Sie sehr gut, vielen Dank. Tschüss.
und weg. Das bereits am Anfang untersuchte zweite Obergeschoss soll nun nochmal unter die Lupe genommen werden. Diesmal aber nur von drei Personen. Anwesend sind Amir, Felix und Micha. Nur wir hier zu dritt im Zimmer 12, wo vier Betten stehen. Legen wir das Ding da hin. Ich glaube, sie haben sich hier richtig wohl gefühlt. Kann das sein? Das war tot. Ja? Geräusch von hier, von mir, linke Seite. Wie wenn irgendwo was runterfliegen wird. Echt? Könnte auch sein, dass vielleicht ein bisschen was von dem Schnee, das auf dem Fenster liegt, runterkullert. Ja, so hat sich's angehört. Zweimal hintereinander. Okay. Ja, Moosmann, wenn sie noch da sind und was mitzuteilen haben für die jetzigen Besitzer, wenn sie zufrieden sind, was die jetzt so machen, dann können sie ja irgendwas jetzt aufsprechen, was sagen, was dann später wir auf dem Gerät, was wir hier dabei haben, wieder abhören können. Haben sie was? Also das Gerät, das wir hier haben, zeichnet Schritte auf, die wir vielleicht jetzt nicht hören, Stimmen auf, die wir vielleicht jetzt nicht hören. Also ihr habt alle Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Ich glaube. Ich hab's auch gehört. Geräusche Ausgang. Ja, aber klar, so ein Knacken, aber wie? Das Gefühl war für mich, also mich hat es ein paar Mal, auch jetzt, wo ich es gerade erzähle, läuft es mir gerade wieder mit kalten Rücken runter. Wir haben ja ein paar Geräusche gehört. Einmal hier links vom Bett, dann zweimal hier vom Fenster aus. Kann aber auch gewesen sein, dass es halt durch den Schnee kommt, der hier geschmolzen ist. Haben hinten vom Gang was gehört. Und zwar kurz nachdem du gesagt hast, er soll sich bemerkbar machen, soll gegen die Kiste treten, kam auch irgendwie ein Geräusch, hat sich angehört, wie wenn irgendwas gegen Kunststoff treten wird oder halt, keine Ahnung. Geräusch war auf jeden Fall zu hören, haben es alle wahrgenommen. Danke dir. Bestätigen. Und ich habe immer noch Gänsehaut. Es braucht auch viel, bis man mich beeindruckt, aber irgendwie hat es das schon ziemlich beeindruckt, weil als erstes kam das Geräusch vom Bett, dann, wie es der Felix gesagt hat, hier von dem Fenster, wahrscheinlich war es Schnee oder kleine Schnee-Eis-Bäppel, die da runtergekullert sind, man weiß es nicht. Und das Highlight war tatsächlich dieses Kunststoffgeräusch, die wahrscheinlich von den Plastikkisten im Hausgang stehen. Ja. Anfangs dachte ich eigentlich so, es gibt hier eine ganz ruhige Nummer, weil einfach so bei mir einfach diese Gefühlsgeschichte komplett ausgeblieben ist und auch so die K2-Ausschläge, Periscope sowieso, die gar nichts. Was aber sich dann nachher in diesem, ja, sagen wir, Gästeraum andersrum wieder gezeigt hat, gerade Periscope-Ausschlag war ja da, haben wir können aufzeichnen. Es war total interessant, in dem doch alte Gemäuer, sage ich mal, unterwegs zu sein und vor allem ich fand es recht interessant im zweiten Stockwerk. Es war vom Gefühl her, ist da viel passiert. Ich hoffe ja ganz natürlich, dass wir mal wieder ein paar EVPs haben, wo vielleicht doch einer mit uns spricht. Was aber wieder auffällig war diesmal, was wir schon bei anderen Untersuchungen gesehen haben, Sonja triggert und fängt so ein bisschen die Geschichte ein bisschen zu erzählen, so ganz unverhofft, einfach ohne, einfach mal freie Schnauze. Und dann haben wir wieder diese Reaktion. Das fand ich schon wieder so dieses, das passiert wieder. Ne? Und das fand ich schon spannend jetzt in dem Moment. Was noch?
Wir übernachteten nun im ersten Obergeschoss und konnten den Rest der Nacht nichts Außergewöhnliches wahrnehmen. Es gibt wohl Bereiche in diesem Haus, die vielleicht Phänomene hervorrufen können. Gerade die Stammtischgeschichte, wo wir das mit Sonja durchgeführt haben, wo ja dann die Reaktion kam. Da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn es an so einem Stammtisch, wo ja viel geredet und viel erlebt wurde, dass das wie so ein Magnetpunkt sein kann, dass solche Dinge dort passieren. Das haben wir ja auch im späteren Gespräch mit den Besitzerinnen ja herausgefunden, dass komischerweise genau an diesem Tisch seit eh und je schon immer alles sich abgespielt hat. Und von dem her kann ich das schon nachvollziehen, was wir da vor Ort erlebt haben. Das größte Erlebnis für mich war ja tatsächlich, bevor wir angefangen haben beim Aufbau, als nämlich eine ER-Zusatzleuchte, die von mir und von Amir, der quasi mir gegenüberstand, mindestens jeweils 1,5 Meter entfernt war, in hohem Bogen vom Kachelofen im Wohnzimmer auf den Bogen prallte. Also das war ein super beeindruckendes Erlebnis. Leider liefen halt die Kameras noch nicht. Und somit fällt es dann halt natürlich so eher unter, ist halt passiert, aber wir können es leider nicht belegen. Rot nah dran, grün weit weg. Weißt du, und ich bin mittlerweile auf dem Level rot noch starke Energie, grün schwächer, die Energie wird schwächer. Er kann sich nicht mehr so zeigen, er zeigt noch, wo er ist. Wir haben und noch dann ein Tröpfchen Rotwein für Sie. Es wird kalt. Mhm. Kannst du mal Temperatur messen? Das sind Klopfgeräusche, dumpfe Geräusche. Das sind auch weitere seltsame, kleinere Phänomene, die soweit leider nicht ganz so belegbar sind. Ob das jetzt tatsächlich ein Haunted Pub ist, natürlich, wir haben viel Erfahrung schon gesammelt in anderen Locations. Nein. Es war zum einen sehr interessant. Schade war, dass man draußen nicht so viel machen konnte. Drin, schade war, dass die Kameras noch nicht aufgebaut waren, wo vom Kamin die Teile runtergefallen sind. Na, das war ziemlich schade. Aufzeichnen, ja, hätte können mehr dabei rauskommen. Ich möchte mich auf jeden Fall auf diesem Weg auch bei Annette und bei Edith für die tolle Gastfreundschaft bedanken. Wir waren da ja herzlichst willkommen. Wir wurden wirklich verwöhnt in aller Richtung, Frühstück am Morgen früh. Dafür ein ganz, ganz großes Dankeschön. Wir wünschen euch auf eurem Weg auch hier mit der Burgstube oder mit dem Burgstüble viel, viel Erfolg für die kommende Zeit. Und ja, vielleicht, wenn wir mal auf der Burg Schramberg wieder selber unterwegs sind, dann werden wir mit Sicherheit bei euch vorbeischauen. Vielen Dank.